also so die Stimmung aufnehmen. Ich bin ja ganz begeistert, dass der Paul nur auf die Einladung geschrieben hat, Vortrag über das bedingungslose Grundeinkommen. Bei dem Publikumsanfang habe ich gedacht, er schreibt, das wird hier ausgezahlt. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Helmo Pape. Ich heiße wirklich so. Ich habe, wie soll ich sagen, zum Grundeinkommen gefunden mit oder durch die Finanzkrise. Ich habe im Derivatehandel einer Wiener Großbank gearbeitet und habe sozusagen aus der ersten Reihe miterlebt, wie der Euro fast kollabiert wäre. Also wir hatten eine fürchterliche Nachrichtenlage, dass ständig Banken pleite gehen, Länder zahlungsunfähig werden. Und wir haben angefangen, uns wirklich zu fürchten, dass der Euro kollabiert. Und wenn man sich dann versucht vorzustellen, wie geht es dann weiter? Also ich bin ja so jung, dass ich noch nie eine Währungsreform miterlebt habe, außer die eine friedliche, dass wir eben den Euro gekriegt haben. Wie ist es, wenn das disruptiv endet? Und da haben mir dann irgendwie die Bilder gefehlt. Es war an jedem Stammtisch innerhalb von 2 Minuten Konsens zu erlangen, dass es so, wie es jetzt geht, nicht mehr lang weitergeht. Aber wenn man dann die Frage gestellt hat, okay, wenn du jetzt eine Bestellung aufgeben könntest, wie sollte es denn sein, dann kamen sozusagen die leeren Gesichter. Und da ich mich für einen einigermaßen fantasiebegabten Menschen halte, konnte ich mit diesem Zustand nicht wirklich umgehen. Ich habe mir gedacht, das muss doch möglich sein, dass du weißt, was du willst. Und habe dann angefangen zu lesen über Gesellschaftstheorie, Staatswesen und bin mehr oder weniger per Zufall, die es ja nicht gibt, über ein Buch gestolpert mit dem Titel Einkommen für alle. Das war von einem gewissen Götz Werner geschrieben, der sicher dem einen oder anderen was sagt. Das ist der Gründer dieser Drogeriemarktkette DM. Der hat also ein ziemlich, wie soll ich sagen, philanthropisches Weltbild und der hat gemeint, wir sollten doch allen Menschen ein Einkommen garantieren, schlicht dafür, dass sie Menschen sind. Das fand ich zunächst einmal sehr verstörend, weil mit dem Gedanken habe ich mich noch nie beschäftigt. Aber die philosophische Herleitung, die gebe ich euch auch in einer einzigen Minute, und das ist wirklich bestechend. Die Frage, die sich stellt, ist einfach, wem gehört dieser Planeten? Wem gehört diese Welt? Und wenn man sagt, uns allen, dann könnte man weiter sagen, also dann gebührt jedem ein Stück davon. Und wenn jemand zum Beispiel neu auf diese Welt geboren wird, dann muss der einen Anteil von diesem Planeten bekommen, auf dem er dann von seiner eigenen Hände Arbeit im Schweiße seines Angesichts für sich sorgen kann. Wenn diese Welt jetzt aber verteilt ist unter wenigen und die glauben, das ist so in Ordnung, also das direkt wird noch nicht angegriffen, dann ist ja dieses neue Erdenwesen überhaupt nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Also es ist unmöglich, für sich selbst zu sorgen. Und weil das eben nicht möglich ist, gebührt, wenn man das ernst meint mit den Menschenrechten, dass jeder frei und gleich an Recht und Würde geboren ist, ein Ausgleich. Also dafür, dass ich kein Stück Erde mehr kriege, brauche ich einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich wäre dann ein Einkommen. Man könnte also ein Einkommen, wie gesagt, in weniger als 2 Minuten als Menschenrecht herleiten. Komischerweise wird das nirgendwo auf der Welt so aufgeführt. Kein Land sieht ein Einkommen als Menschenrecht an, es ist immer an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Auch in Österreich, offiziell zumindest, verhungert hier niemand, erfriert hier niemand, jeder bekommt gegen gewisse Bedingungen ein Grundeinkommen. Und die erbärmlichste Bedingung, die du dir vorstellen kannst, ist, dass du nachweist, dass du nichts hast. Also die Bedürftigkeit. Und jetzt ist der radikale Gedanke, den das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen in den Raum stellt, ist, wie wäre es, wenn wir nicht auf diese Notlage warten des Individuums, damit das Kollektiv hilft, wie wäre es, wenn wir uns, so bildlich gesprochen, gegenseitig die Hand zum Bunde reichen und uns alle gegenseitig ein gutes Leben versprechen, bevor einer in eine Notlage kommt. Weil wenn am Ende sowieso jeder ein Geld bekommt, wieso geben wir es den Leuten dann nicht bedingungslos? Wieso müssen wir diese ganze Stigmatisierung und Bürokratie uns leisten? Und diesen Gedanken fand ich so bestechend, dass ich seit 2009 dran geblieben bin und immer mehr darüber gelernt und geforscht habe, und jetzt also seit kurzem nicht mehr in der Bank bin und die Entscheidung getroffen habe, ich möchte diesem Thema eine landesweite Diskussion gönnen. Und ihr seht mich sozusagen heute als offiziellen Notstandshilfeempfänger oder auch
andersrum betrachtet als den ersten Grundeinkommenslobbyisten. Und was mein Ziel für heute Abend ist, also ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und an dem Thema Interesse zeigt. Ich möchte euch gar nicht so sehr, oder mein Anspruch ist gar nicht so sehr, dass ihr das Grundeinkommen versteht, sondern dass ihr euch von dem Grundeinkommen verstanden fühlt. Weil das Thema ist dermaßen groß, das werden wir heute in einer Stunde nur anreißen können. Aber es gibt ein paar Aspekte, die wirklich, wie soll ich sagen, zum weiteren Nachdenken über dieses Thema einladen. Ich möchte vielleicht ganz kurz mal die Frage so in den Raum stellen, wer kennt denn das bedingungslose Grundeinkommen schon? Mehr oder weniger gut? Bitte um ein Handzeichen. Okay, also sind doch einige da, die das noch gar nicht kennen, dieses Thema. Ich möchte es kurz umreißen, was das eigentlich ist. Also es geht um eine Zahlung von einer Gemeinschaft an alle ihre Mitglieder als Rechtsanspruch, also nicht so als Wohltätigkeit oder als Sozialhilfe, sondern als Recht, also wirklich an jeden, also jeder, der hier zum Beispiel wenn man jetzt Österreich hernimmt, jeder, der hier einen legalen, dauerhaften Aufenthalt hat, der würde das bekommen. Auch Kinder, vielleicht in einem geringeren Umfang. Das ist die zweite Eigenschaft. Die dritte ist dann, dass es bedingungslos ist, wie der Name schon sagt. Also insbesondere ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Und die letzte Bedingung ist mir eigentlich fast die wichtigste, nämlich, dass es ausreichend hoch ist, um einfach aber würdevoll leben zu können. Das bedeutet also, dass man zu einem vielleicht ausbeuterischen Arbeitsangebot auch tatsächlich Nein sagen kann. Das ist deswegen so ein interessanter Punkt, weil wenn das Grundeinkommen zu niedrig wäre, wenn das jetzt beispielsweise 200 Euro wären, von 200 Euro kann keiner leben, dann ist sozusagen nichts geändert am System, der Arbeitszwang ist nach wie vor da. Gut, was würde das denn bedeuten, wenn man so ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte? Also der erste radikale Punkt wäre einmal, dass wir in Österreich das Thema Armut abhaken könnten. Das wäre sozusagen systemisch beseitigt. Ich meine jetzt hier finanzielle Armut. Die ist in Österreich etwas sperrig definiert, indem man sagt, das ist 60% des Medianeinkommens. Und das wären in Österreich, das ist dann diese Armutsschwelle, etwas mehr wie 1000 Euro pro Monat für eine erwachsene Person. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Menschen in Österreich an oder unterhalb dieser Armutsschwelle leben? Ja? 20%. Das ist ein bisschen hochgegriffen, aber es sind 14-15%, also etwa 1,2, 1,3 Millionen Leute müssen von dem oder weniger auskommen. Und auf der anderen Seite sind wir offiziell eines der reichsten Länder der Welt. Also das ist zum Beispiel etwas, was einen Mathematiker in den Wahnsinn treiben würde, dass wir Überfluss und Mangel zur gleichen Zeit am gleichen Ort haben. Also etwas, was mich, wo ich sage, da haben wir in Wirklichkeit kein reales Problem zu lösen, sondern ein Organisationsproblem oder ein Verständnisproblem zu lösen. Und das bedingungslose Grundeinkommen würde das mehr oder weniger schlagartig beseitigen. Ein anderer interessanter Aspekt wäre, dass wir die Arbeitslosigkeit, das ist jetzt ein bisschen eine ketzerische These, aber ich lade euch einmal ein, diesen Gedanken mit mir durchzusteigen, dass wir die Arbeitslosigkeit loswerden. Weil wann ist man heute in Österreich arbeitslos? Wenn du kein Erwerbseinkommen hast. Nein, so leicht schaffst du es nicht in die Arbeitslosenstatistik. Wenn man vorher schon mal gearbeitet hat. Auch dann nicht. Du musst dich zusätzlich als arbeitssuchend melden. Ja? Und jetzt ist der Punkt, wenn du über ein Grundeinkommen in entsprechender Höhe verfügst, würdest du dich dann noch arbeitssuchend melden? Ja, möglicherweise wirst du, also praktisch die Kernkompetenz des AMS, du wirst vermittelt werden, du hast ein Talent, vielleicht sucht es ein anderer, aber meistens ist es ja so, dass es, das ist die nächste ketzerische These, den Begriff Arbeitslosigkeit gar nicht gibt. Weil wie soll das ausschauen, arbeitslos sein? Genau. Du kannst ja keine drei Schritte gehen, ohne Arbeit zu finden. Arbeit gibt es überall. Da kannst du was hübscher machen, da kannst du was reparieren, da kannst du was dazugeben, da kannst du ihm helfen, da was putzen. Arbeit gibt es so viel, wie es Menschen gibt. Aber warum wir uns sozusagen Sorgen machen, ist unser Einkommen. Und wenn jetzt ein Teil dieses Einkommens, wie der Name schon sagt, das Grundeinkommen für jeden garantiert ist, das kannst du nicht verlieren, so wie deinen Namen nicht.
dann tritt hier sozusagen die Entspannung ein, dass du einmal aus dem Hamsterrad zurücktreten kannst und sagst, wo ist in dieser Gesellschaft Platz für meine Talente? Wo interessiert es mich, mich in der Art und Weise, wie ich das für gut und richtig halte, mich einzubringen? Und das ist sozusagen eine der Kernfragen des Grundeinkommens. Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Früher, wie ich nur ein kleiner Junge war, habe ich gern so ein Video gespielt und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Hack. Also wenn man beim Videospiel zu oft und zu schnell stirbt, dann kann man den sogenannten God-Mode einstellen. Also da bist du dann unverwundbar. Das wäre natürlich eine interessante Frage für unser aller Leben. Ne? Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, ihr könntet nicht scheitern? Das ist nämlich sozusagen die Überleitung zu dem sich selbstständig machen. Wer macht sich heute selbstständig? Oder andersrum gefragt, was hindert Leute heute daran, sich selbstständig zu machen? Eine These, der Erfolgsdruck. Du musst nämlich erfolgreich sein, sonst gehst du pleite. Und um dieses Risiko sozusagen nicht einzugehen, versuchen es viele gar nicht. Das Grundeinkommen wäre also, weil es ja jeder bekommt, eine Art Gründungshilfe, die du nicht verlieren kannst, auch wenn du überhaupt keinen geschäftlichen Erfolg hast. Dann hast du etwas ausprobiert und du fällst nicht komplett ins Nichts, bist also nicht in dem Ausmaß gescheitert wie heute. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur, dass du als Gründerin oder Gründer über ein Grundeinkommen verfügst, sondern alle anderen auch. Das heißt, wenn deine Idee eine interessante ist, ist es dir auch viel leichter, andere Leute bei dir einsteigen lassen zu können. Konkretes Beispiel, du hast jetzt, was weiß ich, ein Tierschutzprojekt oder irgendeinen Öko-Bauernhof oder eine Waldorfschule vorzurealisieren. Und die erste Frage, die sich heute stellt, ist, wie schaffen wir das finanziell? Und wenn du aber Leute um dich hast, die diese Idee ebenfalls gut finden, dann rechnet sich das ganz anders, weil man kann sagen, du hast ein Grundeinkommen, du hast ein Grundeinkommen, du hast ein Grundeinkommen, du hast ein Grundeinkommen und alle eure Freunde auch. Und wenn sich genügend Begeisterung für eine Idee oder für eine Innovation findet, dann ist die Finanzierung ein Klacks. Also das, was wir heute mühsam unter Crowdfunding sozusagen uns zusammenstellen, ist, wenn jeder von uns mit einem Einkommen ausgestattet ist, leichter. Man könnte also auch das bedingungslose Grundeinkommen als die größte Wirtschaftsförderung, die es je gegeben hat, betrachten. Und ihr seht schon, aufgrund meiner Wahl der Argumente, man kann das nicht wirklich so als klassisch linke oder klassisch rechte Idee zuordnen. Das hat sowohl Befürworter als auch Gegner aus dem wie aus dem anderen Lager. Also es ist auf der einen Seite eine sehr soziale Idee, weil es eben die Armut abschafft, weil es gleiche Augenhöhe zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber herstellt, ne, wenn die Höhe hoch genug ist, dass ich zu einem Arbeitsangebot Nein sagen kann, dass ich nicht verantworten will. Es schafft auch innerhalb der Familie mehr Augenhöhe, also es ist eine emanzipatorische Idee. Aber es kann natürlich auch als reine Wirtschaftsförderung gesehen werden, als Stimulanz unserer Ökonomie. Was es auch bringen wird, meines Erachtens, ist ein gewaltiger Bürokratieabbau. Da möchte ich einen kleinen Sidestep machen. Ich war vor kurzem auf einem Schweigeseminar in Mariazell. Das ist angeboten von einem Verein, der macht das so eher indisch, da tust du sehr viel meditieren und also bis 10 Tage wirklich auf schmaler Kost, absolutes Schweigen, dein Handy wird einkassiert, du bist mit jemandem Fremden im Zimmer, ganz genaue Geschlechtertrennung und du gehst sozusagen von deinem Blick aufs Außen in die Innenschau. Und das kostet nichts. Du bist da 10 Tage einquartiert in so einem Jufa, so einer Jugendherberge und bist auch verköstigt und 0 Euro Kosten. Also das ist für einen wie mich, der in einer Bank gearbeitet hat, einmal eine sehr verwirrende Botschaft. Habe ich mich dort angemeldet und habe das dort durchgezogen, also bin jetzt gerade mal 5 Tage von dort draußen, war sehr ertragreich. Aber der Punkt ist, auf den ich euch aufmerksam machen will, das wäre mit einem kostenpflichtigen Angebot gar nicht möglich gewesen. Stellt sich einmal vor, die verlangen einen Tarif und du zahlst den und dann fangen die an,
dir ein Essen, das die gekocht haben, vorzusetzen. Du hast es weder bestellt noch abgewählt. Du würdest vielleicht sagen, das kann ich nicht essen oder das schmeckt mir nicht. Wenn es gratis ist, nimmst du, was dir gefällt und beschwerst dich nicht. Abgesehen davon, dass Schweigegelübde ist. Oder dass jemand dir dein Handy abnimmt oder deinen Lesestoff oder dich mit jemandem einquartiert, der womöglich schnarcht. Ja? Dass dir die Autoschlüssel abgenommen werden, dass du dort nicht raus kannst. Also, das wäre in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung unmöglich. Und am Schluss darfst du spenden. Wenn du sagst, das war für dich was wert, dann kannst du spenden, einerseits finanziell oder auf der anderen Seite kannst du sagen, ja, ich möchte, dass das andere auch erleben, ich mache dort zum Beispiel den Betreuungsdienst bei irgendeinem der nachfolgenden Kurse. Und das war für mich so ein bisschen ein fast Erweckungserlebnis, wie viel Potenzial in uns als Gesellschaft schlummert, in jedem Einzelnen von uns. Wir wollen Dinge machen, die uns interessieren, die uns sinnhaft erscheinen, aber wir werden oft genug darin gebremst. Meistens mit dem, was wir so an Vorschriften und auch an finanziellen Voraussetzungen zu erfüllen haben. Also, ich beobachte, und das ist in meinen ganzen Gesprächen sehr vordergründig, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Es wird permanent Leistung von uns erwartet. Es wird also sehr viel Leistung nachgefragt und wir sind auch interessiert, sie zu liefern. Wir sind ja leistungswillig. Aber auch interessant ist, dass die Leistung, wo immer wir sie erbringen sollen, behindert wird. Wenn Sie mit einem Unternehmer oder einer Unternehmerin redet, was sind sozusagen die Dinge, die dich zurückhalten an deinem Erfolg? Innerhalb von 2 Minuten habt ihr ein Referat darüber, wie den Regelungen oder Steuergesetze, Bürokratie zurückhalten. Wenn ihr mit einem Arbeitnehmer oder mit einer Arbeitnehmerin sprecht, nach 2 Minuten der gleiche Vortrag, der Papierkrieg, Regelungen oder dieses Management hält mich zurück in meinem Potenzial. Und sogar die, die das organisieren sollen, also die Staatsdiener, wurscht, ob es Polizisten, Lehrer, Krankenpfleger sind, die haben genau dasselbe Lamento. Also ich finde das ziemlich paradox, dass wir uns in einer Leistungsgesellschaft befinden und uns das, was wir am meisten wollen, am schwersten machen. Und auch hier hätte das Grundeinkommen meines Erachtens eine ganze Reihe von lockernden Effekten. Wie ich das jetzt gerade mit diesem Seminar beschrieben habe. Viele Dinge könnten passieren, ohne dass es konkrete Kunden-Lieferanten-Beziehungen gibt. Also das, was man heute sozusagen die Schattenwirtschaft nennt. Das wäre möglich. Okay, was gibt es noch für Effekte? Wäre vielleicht ganz gut, einmal die Ökologie ein bisschen in die Diskussion reinzuholen. Ein oft geäußerter Kritikpunkt ist, wenn alle jetzt ein Grundeinkommen haben, die geben das ja aus, dann wird noch mehr konsumiert und wir verfrühstücken diesen Planeten noch schneller, als wir es heute eh schon tun. Also das, ich bin grundsätzlich dagegen, dass es ein Grundeinkommen gibt, weil das bringt uns in die Wachstumsfalle. Ist ein, möchte ich sagen, valides Element. Ich glaube auch, dass das zu einem Teil so eintreten wird. Wenn du Leute, die permanent zu wenig haben, einmal mit mehr ausstattest, die werden ein bisschen aufholen wollen. Bis sie dann auch merken, wie die meisten von uns heute schon, dass mehr Zeug einen nicht glücklicher macht. Dass sogar das Gegenteil, also Dinge teilen oder zurücktreten vom eigenen Konsum, oft das bewirkt, was man in Wirklichkeit sucht. Aber es gibt ein paar handfeste ökologische Vorteile, die das Grundeinkommen transportiert. Vielleicht einer, der nicht so intuitiv ist. Im letzten Sommer war in der Zeit, das ist dieses unformatige Hamburger Wochenblatt, ein Special über Pendeln. Und eine Umfrage hat dort zutage gefördert, dass auf die Frage, wer fährt mehr als 25 Kilometer zu seinem Arbeitsort, rausgekommen ist, das betrifft in Deutschland 6 Millionen Menschen. So, ich habe mich mal in meiner Jugend für Astronomie interessiert, wenn 6 Millionen Menschen 25 Kilometer zurücklegen, entspricht das der Distanz Erde-Sonne. Und zwar zweimal. Hin und zurück. Jeden Tag, nur in Deutschland. Ich meine, abgesehen davon, was das für eine Zeit ist, die man mit Lenkrad halten oder in einem Zug sitzen verbringt, was ist das für eine ökologische Konsequenz? Das sind Milliarden, in Deutschland sogar Billionen an Kilometern, die dadurch zustande kommen, dass die Menschen gewissermaßen ihren Jobs hinterherfahren.
In China gibt es Städte, die wachsen um 1 Million Einwohner pro Jahr und wir kennen nicht mal deren Namen. Das ist jetzt nicht so, weil die Städte so toll sind, sondern weil dort die Jobs sind. Und Jobs bedeuten, das ist das Einkommen und dem Einkommen muss ich folgen. Weil ohne Einkommen kann ich nicht leben. Das ist mehr oder weniger die Ratio. Das Grundeinkommen bricht mit diesem Paradigma zumindest ein Stück weit. Also ein Teil deines Einkommens bleibt bei dir als Mensch und nicht bei deinem Job. Und dieses Einkommen kannst du überall hin mitnehmen. Das ist eine gute Nachricht für strukturschwache Regionen. Weil du kannst davon ausgehen, überall wo Menschen sind, gibt es Kaufkraft. Also das wäre ein erster ökologischer Effekt. Ein anderer ist, wir haben ja heute, da geht es jetzt ein bisschen in eine Steuergesetzgebung hinein. Wenn ich heute eine Unternehmerin befrage, wie es ausschaut mit Arbeitsplätze schaffen, dann sagt die mir, ja, das ist das Letzte, was ich mache. Weil in dem jetzigen Steuersystem, das ja hauptsächlich darauf abstellt, dass es menschliche Erwerbsarbeit gibt, wird nichts so sehr bestraft in einem Unternehmen wie menschliche Erwerbsarbeit. Ne? Also du kannst, einige von euch wissen das im Kopf, du kannst das, was einer netto kriegen soll, als Lohn locker mal 2 nehmen, dann weißt du, was dich das kostet. Um das zu vermeiden, du wirst vielleicht selber mal Überstunden schieben. Dann überlegst du, vielleicht kann ich die Arbeit zukaufen bei einer Fremdfirma. Vielleicht kann ich sie ins Ausland verlagern. Vielleicht kann ich sie einen Roboter machen lassen. Oder, ich meine, ich habe in einer Bank gearbeitet, du lässt sie den Kunden machen und ihn dafür bezahlen. Lösungen gibt es viele und ganz am Schluss, wenn gar nichts anderes hilft, stellen wir wen ein. Was Maschinen sozusagen auf der anderen Seite tun, ist, die werden nicht müde, die werden nicht schwanger, die brauchen keinen Urlaub, die organisieren sich nicht gewerkschaftlich, die brauchen kein Wochenende. Du kannst bei einem Roboter auch sagen, der ist sehr günstig, was Sozialversicherungsabgaben und Lohnsteuer betrifft. Also ein unglaublicher Vorteil, weswegen wir das natürlich auch erleben, dass Unternehmerinnen und Unternehmer mal 3 Leute auf die Straße stellen und sich stattdessen einen Roboter oder einen Algorithmus in die Firma stellen. Ist ein rationales Verhalten, da darf man gar nichts sagen. Aber wenn es jetzt ein Grundeinkommen gäbe, und da spreche ich jetzt noch gar nicht von Elementen wie Maschinensteuer oder Wertschöpfungsabgabe, dann könnte es so sein, dass der Mensch, weil er ja schon ein Grundeinkommen hat, und jeder taucht mit einem Einkommen bei seinem Arbeitsplatz bereits auf, dann könnte es sein, dass bei einer Firma, die mich gut behandelt, mich wertschätzt als Mensch, eine sinnvolle Tätigkeit anbietet, dass ich mit wesentlich weniger Kosten dort tätig sein kann als heute. Und wo sind Menschen gut im Verhältnis zu Maschinen? Das ist zum Beispiel, war ja beim ökologischen Argument, beim Reparieren. Ja, Produzieren von Sachen, das kann ich gut standardisieren. Schaut euch an, Autos, Waschmaschinen, Computer, die werden an Fertigungsstraßen fast ohne Menschen perfekt zusammengeschraubt. Aber wenn die mal hin sind, dann kommt der Mensch, schnallt sich die Lupe auf, zerlegt es, sucht den Fehler, überbrückt vielleicht etwas und kann vielleicht aus 2 Teilen, die kaputt sind, einen Ganzen machen, der geht. Also die menschliche Arbeit hängt sehr zusammen mit der Urform von Recycling, also mit dem Reparieren, Sanieren, Verschönern. Und das wäre ein auch starkes ökologisches Argument, dass man vielleicht tendenziell, nicht durch das Grundeinkommen direkt, aber vielleicht durch eine damit assoziierte Steuerreform, das Neukaufen und Wegschmeißen verteuert, aber das Wiedererhalten und Reparieren dieser Dinge vergünstigt. Und das wäre also einerseits ein ökologisches Argument und andererseits natürlich auch ein arbeitsstiftendes. Wir haben so viel Know-how in Österreich praktisch verloren gehen lassen, so Fernsehgeräte, Mechaniker und Ihr wisst schon, in welche Richtung mein Argument geht, weil man einfach gesagt hat, das ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn der das Ding nur öffnet, ist es unrentabel. Gut, anderes ökologisches Argument. Jetzt komme ich ein bisschen in die Steuerthematik rein, weil das ja auch dein Wunsch war, Paul, der Titel des Vortrags, ausgerechnet Grundeinkommen soll ja auch das Geld ein bisschen mit einbeziehen. Und es gibt zum Grundeinkommen eine ganze Reihe von Finanzierungsvorschlägen.
weil ich da einen Vertreter von Attac in der zweiten Reihe sehe, möchte ich gleich vorausschicken, der mir am sympathischsten ist, ist vielleicht nicht der, der Attac am sympathischsten ist. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das rechnet. Vielleicht vorab eine Beweiskette, dass das Grundeinkommen finanzierbar ist, ohne eine einzige Zahl zu nennen. Das Einzige, was Sie mir glauben müssen, ist, dass Sie nicht vom Geld leben. Also, ich habe noch niemanden hier Münzen oder Banknoten naschen sehen. Wir leben also nicht vom Geld. Wir leben von Produkten und Dienstleistungen. Das jetzt nur, um Ihren Blick zu lenken. Und jetzt bitte ich Sie, um sich zu schauen. Gibt es irgendwo in Österreich zu wenig Produkte oder Dienstleistungen? Haben wir irgendwo zu wenig Lebensmittel, Medikamente, Wohnraum, Heizmaterial, Fahrzeuge, Kleidung? Gibt es irgendwo Mangel? Dienstleistung, Altenbetreuung, sehr knapp zum Beispiel. Okay. Ja, der Wohnraum anscheinend ja. Wohnraum ist knapp. Naja, wir haben eine ganze Menge Leerstand. Ja. Jetzt ist der Punkt. Willkommen. Die besten Plätze sind noch frei. Also wenn alles da ist, was wir für ein gutes Leben für alle brauchen und glauben, das geht sich nicht aus aufgrund des Geldes, dann haben wir, wie ich gerne sage, ein reines Konzeptproblem, ein reines Organisationsproblem. Gott sei Dank kann ich hier vorne stehen und sagen, wir müssen kein reales Problem lösen. Weil wenn wir wirklich zu wenig Häuser hätten oder wirklich zu wenig Lebensmittel, dann wäre das wesentlich aufwendiger. Wir haben also nur den bestehenden Wohlstand, den wir haben, weil Generationen vor uns gegen den Mangel erfolgreich angekämpft haben. Wir müssen diesen Wohlstand nur so verteilen, dass es sich für alle ausgeht. Und meine nächste ketzerische These ist, ich glaube, da werden uns die Reichen sogar helfen. Und jetzt sehe ich einige verständnislose Gesichter. Normalerweise ist doch das der Gegenpol. Ne? Wir müssen uns das von den Reichen holen. Also, ein Robin Hood bin ich nicht, der sagt, nimm's von den Reichen und gib's den Armen. Das ist das, was unsere Steuergesetzgebung die letzten 50 Jahre mehr oder weniger erfolglos versucht hat. Die Dynamiken sind ganz klar, die Reichen werden reicher und die Armen werden zahlreicher. Also mit dem Konzept, wie wir es jetzt haben, scheint es nicht zu funktionieren. Wie kann ich sozusagen den Reichen einladen, an dem, dass sich ein gutes Leben für alle ausgeht, mitzuwirken? Nun, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, das kriegen ja die Reichen auch. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Nummer 1 Argument für den Reichen, dem zuzustimmen. Aber großes Argument ist, die Gesellschaft bleibt integriert. Weil wenn ihr euch vorstellt, wo diese Dynamik hingeht, dass die Einkommensschere sich immer weiter öffnet, das kann man sich ja dann anschauen in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Südafrika, Haiti. Also wenn die Unterschiede in einer Gesellschaft zu stark sind, ist es auch ungemütlich, in so einer Gesellschaft reich zu sein. Und jetzt könnte ich sagen, dass ich meine, wenn jemand von euch Kontakte zu wirklich reichen Personen hat, dann bitte ich um Vernetzung. Das ist nämlich genau das, was ich vorbringe. Stellt euch einmal vor, in Österreich könnt ihr nach einem Besuch der Staatsoper noch problemlos durch den Park nach Hause spazieren, ohne dass ihr gekidnappt, ausgeraubt, vergewaltigt oder gar erschossen werdet. Das ist der soziale Friede, den man hier erleben kann. Probier das in Rio. Das wird dir nicht gelingen. Und es ist vielleicht für einen Reichen auch nicht lustig, seine Kinder nur mit Security-Diensten zur Schule schicken zu können, sich von Autos nur die gepanzerte Version bestellen zu können, immer hinter Stacheldraht und Videokameras leben. Der André Costolani, ein Aktieninvestor, den wir in der Bank gelegentlich zitieren, der ist also schon lange tot, aber der hat sein erstes Vermögen gemacht in der großen Weltwirtschaftskrise 1929. Und da hat er auf fallende Kurse, auf Base gesetzt. Und hat natürlich hat gewonnen ohne Ende, aber er hat rund um sich herum Elend gehabt. Und der hat dann den Satz geprägt, wenn du der Einzige bist, der Champagner trinken kann, schmeckt er nicht mehr. Also das ist sozusagen mein Narrativ, warum ich glaube, dass die Reichen da durchaus mitspielen, wenn man ihnen erlaubt, auch einen guten Platz in der Gesellschaft, die wir uns da ausdenken, zu bekommen. Gut. Bedingungsloses Grundeinkommen, was hat das noch für Effekte? Also ökologisch.
ökologische haben wir schon gesagt, wirtschaftliche haben wir gesagt, philosophisch wäre es, dass man mal die Menschenrechte ernst nimmt. Man könnte jetzt auch sagen, gesundheitliche Effekte. Wie geht es uns damit? Was erzeugt das in uns für ein Gefühl, wenn wir wissen, wir müssen um unsere Existenz nicht mehr gegeneinander kämpfen? Frieden. Genau. Von wem kam das? Plus. Also es ist wirklich erstens einmal aus der Armut, die wir heute in Österreich haben, gibt es eine sehr gut erforschte Korrelation zwischen Armut und Krankheit. Es gibt sogar eine Initiative, die heißt Nein zu Armut krank. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir vor lauter Angst, unseren Job zu verlieren, vielleicht überleisten in einer Firma. Das ist das exponentielle Zunehmen von Burnout-Diagnosen. Gleichzeitig, wenn wir vielleicht in einem Job verharren, der unserem Wesen nicht entspricht, dann entfremden wir. Wir zählen womöglich die Tage bis zu unserer Pensionierung oder überlegen uns, wie kommen wir sonst aus dieser Situation raus. Also wir verfehlen gewissermaßen unsere Berufung, wenn sich alles so am Geld aufhängt. Das bedingungslose Grundeinkommen würde auch, weil man eben ein Stück weit von der Erwerbsarbeit als Einkommensquelle zurücktreten kann, eine Entschleunigung für uns bringen. Mehr Zeit. Zeit, in der wir nachdenken können, was wollen wir denn eigentlich mit unserem Leben wirklich anfangen? Was ist der Zweck dieser Inkarnation? Und eines der Hauptargumente, das gerne gegen das Grundeinkommen ins Feld geführt wird, ist, naja, wenn die Leute ja Geld haben und noch dazu genug, dass sie davon leben können, die hören ja auf zum Arbeiten. Wer macht denn dann noch die Drecksarbeit? Vergleichbare Fragestellung hatten wir bei der Abschaffung der Sklaverei. Wobei man jetzt gleich die Frage stellen könnte, ist die wirklich abgeschafft? Aber da gibt es ein paar Antworten drauf. Und gar keine schlechten. Die erste Aufgabe wäre, sich zu überlegen, kann ich aus einer Arbeit, die heute als Drecksarbeit empfunden wird, eine attraktive Arbeit machen? Das kann, muss aber nicht eine bessere Bezahlung sein. Ein Freund von mir betreibt eine Reinigungsfirma und die sind ja normalerweise verschrieben, ziemliche Ausbeuter zu sein. Aber der hat ganz wenig Fluktuation und Mitarbeiter, die gut von ihm reden. Da habe ich mir gedacht, wie macht er das? Sagt er, also erstens einmal, ich zahle gut, ja, und zweitens, ich höre den Leuten zu. Der hat bei seinen Mitarbeitern, weil er mich kennt und ich da immer mit dem Grundeinkommen herumspinne, hat er mal eine Umfrage gemacht, also wer würde bei mir weiterarbeiten, wenn es dieses Grundeinkommen gäbe? Und da kam eine erstaunlich gute Rücklaufquote, weil die Leute das Gefühl haben, es ist ein attraktiver Arbeitsplatz, der sie mit einer gewissen Wertschätzung und Sinnstiftung erfüllt, also die putzen gerne. Also ganz kurz, bitte. Interessieren würde mich Ihr interessantes Beispiel. Was haben die verdient? Wie viel würden sie jetzt mehr verdienen über das Grundeinkommen hinaus, wenn sie dort bleiben? Das ist eine Frage in die Finanzierungsarithmetik hinein. Der hat einfach einmal gesagt, was wäre, wenn ihr weiterhin dieses Einkommen bekommen würdet? Ja? Würdet ihr dann wechseln, aufhören zu arbeiten, nichts machen oder bei mir weiterarbeiten? Und da gab es offenbar eine für ihn überraschend hohe Zustimmungsquote, dass die Leute eben nicht fürs Geld bei ihm arbeiten, also unter anderem fürs Geld. Aber ein Beispiel, das mir gefallen hat, wie man einen Arbeitsplatz kostenlos attraktiver machen kann, war, er hat zwei Schwestern aus dem ehemaligen Jugoslawien beschäftigt und die waren beide gerade junge Mütter. Und wichtig war, dass die nie gleichzeitig zum Dienst eingeteilt werden, weil immer die eine auf die Tochter der anderen mit aufgepasst hat. Und hätte er sie gleichzeitig auf dieselbe Baustelle geschickt, hätten die zum Beispiel eine Kinderbetreuung organisieren müssen, die kostenpflichtig wäre, weil die keine Großeltern in ihrem Familienkontext hatten. Und das hätte den Arbeitsplatz unattraktiver gemacht. Also ohne, dass er wirklich Mehrkosten hat, konnte er hier Mehrwert bieten. Oder auch, wenn einer beispielsweise in einem Restaurant nur schmutziges Geschirr abwascht. Ja, das ist seine Hauptarbeit. Von früh bis spät nur dreckiges Geschirr. Der will vielleicht auch einmal einen Gast sehen oder einen Tisch decken oder so. Das kann auch einen Arbeitsplatz attraktiver machen. Also erste Antwort, wer arbeitet dann noch, wäre, wir müssen einen attraktiven Arbeitsplatz schaffen. Zweite Antwort wäre,
wir müssten die Arbeit automatisieren. Passiert ja heute schon. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal bei IKEA war oder bei einem größeren Spar, da braucht man gar keine Kassierer mehr. Da kann man sich die Sachen selber übers Band ziehen. In meiner Ex-Branche, in den Banken, brauche ich euch nichts erzählen, wie viele Filialen da geschlossen wurden. Oder, ja, gibt es ja tausend Beispiele, ich würde das jetzt gar nicht zitieren, mit den selbstfahrenden Autos oder so, da kommen noch gigantische Verschiebungen auf uns zu. Vielleicht kurzer Exkurs. Ich habe vor kurzem gehört, dass man in England einen Software-Algorithmus erfolgreich einsetzt, der Rechtsanwälte einspart. Da habe ich mir gedacht, wow, aber eine gute Nachricht. Und das funktioniert tatsächlich so, dass eine Menge von Rechtsanwaltsarbeit darin besteht, was weiß ich, Verträge auf Rechtskonformität zu prüfen, Präzedenzfälle zu suchen, sich durch tausende E-Mails durchzuarbeiten, um den einen Fall, der anders ist wie sonst, zu finden. Und das macht natürlich ein Algorithmus viel schneller, billiger und vor allem genauer als ein Mensch. Gut, also glaubt nicht, dass ihr sicher seid in dem Job, den ihr jetzt habt, egal wie sophistiziert er ist. Die zweite Geschichte ist also automatisieren. Auch ein interessantes Beispiel, Zürich, City Toilet, ne? Toilettenputzen, braucht man dort nicht mehr, ist die selbstreinigende Toilette. Kostet wahrscheinlich eine Lawine, aber es geht. Und die dritte Antwort ist quasi das IKEA-Prinzip, selber machen. Also wenn ich eine Arbeit nicht attraktiv machen kann und nicht automatisieren, Klassiker, Altenpflege, Kindererziehung, ja für manche ist das attraktiv, dann kannst du es selber machen. Also mit einem Grundeinkommen bist du plötzlich in die Lage versetzt, diese Arbeit selber zu machen. Es gäbe noch eine vierte Antwort, die ist aber mit unserer Demokratie nicht vereinbar, das wäre Zwangsarbeit. Ja, aber das streichen wir gleich wieder, weil das ist das, was sozusagen heute sich im Niedriglohnsektor abspielt. Ich kann zu sehr schlechten Gehältern Leute finden, die eine Arbeit durchführen, mit der sie sich eigentlich gar nicht identifizieren, weil sie dorthin gedrängt werden. Also die werden in den Arbeitsmarkt, der permanent Leute ausspuckt, wieder hineingedrängt. Bitte? Jetzt die Asylanten zum Beispiel. Ja. 2,50 Euro. Ja, also im Prinzip ein Skandal. Eine gute Regel wäre, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Also wenn wir vor 70 Jahren als Flüchtlinge dort gewesen wären und die hätten uns so behandelt, was hätten wir von denen gehalten? Ne? Gut, aber das ist ein Nebenschauplatz. Na, ist eigentlich kein Nebenschauplatz. Was machen wir mit den ganzen Flüchtlingen? Ja? Spätestens jetzt habe ich mir das Tor für eine Steuerdiskussion aufgemacht. Okay, wir müssen doch über Steuern reden. Obwohl das nicht mein erster Impuls war. Ich sage immer, beim Grundeinkommen muss man vorgehen wie bei jedem anderen Kaufvorgang. Ich muss zunächst einmal die Frage stellen, will ich das und dann, wie finanziere ich es. Ne? Oft wird das hier umgedreht und man stellt zuerst die Frage, können wir uns das überhaupt leisten. Also eine Idee wäre, wir haben ja heute, stellt sich einmal vor, ihr seid die Finanzministerin oder der Finanzminister von Österreich. Ganz grob ein paar Eckdaten. Das Bruttoinlandsprodukt von Österreich, was ist das? Das sind alle Preise, die in einem Jahr in einem Ort, zum Beispiel innerhalb der Grenze Österreichs, bezahlt werden. Bruttoinlandsprodukt, um es einmal ein bisschen zu vereinfachen, 300 Milliarden Euro. Was sind davon Steuern und Abgaben? Also alles, was wir an Lohn- und Einkommensteuer haben, die Mehrwertsteuer natürlich, die ganzen Sozialversicherungsabgaben, alle Zölle und Gebühren, also im Prinzip alles, was nicht bei den Individuen bleibt, das nennt man Abgabenquote. Die Abgabenquote ist wie hoch? Schätzt es einmal. 70%. 70% ist ein bisschen übertrieben. Wobei, gefühlt gebe ich Ihnen recht. Na, wer weiß es? Wie viel Abgabenquote haben wir? Plus einerseits fürs Mitteilungsheft und andererseits plus inhaltlich, weil da ist noch nicht dabei die Neuverschuldung, die jährliche. Also wenn wir neue Staatsschulden aufnehmen, ist das ja dasselbe wie Steuern. Mit dem Vorteil für den Politiker, dass die Steuern bezahlt werden von Generationen, die heute noch nicht wählen können, weil sie noch nicht geboren sind. Aber unter der Prämisse, dass man Schulden zurückzahlt, ist das dasselbe wie Steuern. Also ich bin jetzt großzügig, gebe das dazu, da kann man sagen, 50 Cent von jedem Euro sind Steuern und Abgaben. Ja? Also ich bin jetzt großzügig unter alles, was die Sozialversicherung ist, das haue ich dazu.
Und jetzt kann man sagen, der Großteil von diesen 50%, die wir heute schon, bitte lasst euch das auf der Zunge zergehen, heute zahlen wir diese 50% schon. Wir sehen es nur nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Getränk bezahle, ist auf dem Kassenzettel nur die Mehrwertsteuer ausgewiesen. Aber alle Vorleistungen waren ja schon mit Lohn, Nebenkosten und Sozialversicherungsabgaben belastet. Der Kellner, der mir das bringt, der Transporteur, der das herbeschafft, der Steuerberater, der das organisiert, die Reinigungskraft, der Designer. Ja? Also überall sind Einkommen drin, die ja schon belastet sind mit diesen Nebenkosten. Dann macht man einen Strich, das ist netto, und dann kommt die Mehrwertsteuer drauf. Und das ist das, was wir sehen am Kassenzettel. In Wirklichkeit zahlen wir heute alle im Durchschnitt etwa die Hälfte Steuern. So, jetzt habe ich die Stimmung erfolgreich auf Null gefahren, jetzt muss ich euch wieder rausholen. Also, ihr seid nach wie vor Finanzministerin oder Finanzminister von Österreich. Stellt euch vor, das ist eure Ausgangslage. Und jetzt kommt die Digitalisierung daher. Radikale Bedrohung von dieser menschlichen Erwerbsarbeit. Computer können immer mehr, Roboter können immer mehr. Sachen werden nach Asien ausgelagert. Ihr reitet im Grunde ein sterbendes Pferd, wenn ihr auf diese Steuerquelle setzt, die permanent unter Druck ist. Also ihr müsst euch aus einem strategischen Dilemma befreien. Ihr braucht dringend eine Steuerquelle, die nicht weglaufen kann, wo die Digitalisierung sich ausgeht, weil die kommt sowieso. Und da ist im Prinzip ein aufgelegter Elfmeter die Steuer, die am Ende, also nach dem Wertschöpfungsprozess, anfällt. Was wir heute unter Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer kennen. Also nicht das Hervorbringen der Leistung, wo die Menschen tätig sind, wird besteuert und damit behindert und unfair behandelt, weil der Roboter, der bringt auch was hervor und der zahlt die nicht, sondern dort, wo wir aus der Gesellschaft etwas entnehmen, wo wir sagen, ich konsumiere jetzt, und das ist natürlich auch ökologisch wirksam, da könnte man eine Steuer machen, die dann so hoch sein muss, dass sie alles, was ich vorher, wenn ich jetzt die Steuern auf menschliche Arbeit, ich bin jetzt ziemlich radikal, aber stellen wir uns einmal diesen extremen Steuersatz vor, auf Null senke. Stellt sich einmal vor, wir wären mächtig genug, ein Steuersystem vom Reißbrett wegzuentwickeln. Und wir erfüllen dieses jahrzehntelange Lamento von sowohl Wirtschaftskammer als auch Arbeiterkammer. Lohnnebenkosten runter. 0%. Das ist einmal eine Ansage. Das schafft nicht einmal Malta. Und jetzt habt ihr Ausfälle. Ne? Ihr seid als Finanzministerin oder Finanzminister jetzt in der Lage, euch fehlt ein Riesenloch. Ihr habt ein Loch, euch fehlt ein Geld. Entschuldigung. Das ist eine Vermengung von zwei richtigen Sätzen zu einem falschen. Das ist gut. Und das müsste man jetzt an der Stelle, die ich vorhin umrissen habe, nämlich dort, wo wir dann entnehmen, aus der Gesellschaft einheben. Das Schlüsselwort ist aufkommensneutral. Also wichtig, wir tun die Steuern nicht erhöhen und nicht senken, wir heben sie an einer anderen Stelle ein, die sinnvoller ist, also die nicht weglaufen kann. Frage an das aufmerksame Publikum. Wie hoch müsste diese Steuer sein, wenn sie die einzige Steuer wäre? 100%. Plus, plus. Beide haben recht. 50%, wenn ich es von oben runterrechne und 100%, wenn ich es von unten raufrechne. Genau. Ich finde das großartig. Was das Publikum antwortet, das ist richtig. So kann man Quizmaster sein. Okay, wenn ich jetzt jemanden unvorbereitet sage, 100% Mehrwertsteuer, der springt sofort erschrocken zurück und sagt, dann steigen ja alle Preise. Und ich sage, nein, nochmal nachdenken. Der Preis muss ja nicht steigen. Weil du hast ja vorher den Nettopreis gesenkt, den du dann mit einer 100% Steuer belastest. Also die Preise können durchaus gleich bleiben. Aber jetzt kommen ein paar hochinteressante Effekte, wenn man sich denkt, wieso bleibt doch alles gleich, warum machen wir denn den Zirkus? Es wäre erstmals in der Geschichte in Österreich die Arbeit eines Menschen und die Arbeit einer Maschine gleich besteuert. Nämlich am Ende mit 100%. Und nicht einmal das ist 100% richtig, weil der Roboter kriegt kein Grundeinkommen. Also ich drehe hier wirklich die Kräfteverhältnisse um. Nächster interessanter Punkt, wenn ich was importiere, sagen wir mal einen Container Jeans aus China, was bleibt da in Österreich hängen? Die Mehrwertsteuer und vielleicht die Steuer auf die Spanne vom Importeur. Okay,
wenn ich eine Konsumsteuer habe, die 100% ist, dann hat der chinesische Container genau die gleichen Steuern wie der Heini Staudinger, der seine Schuhe im Waldviertel produziert. Wobei der den Vorteil hat, dass da alle Mitarbeiter schon mit einem Grundeinkommen ausgestattet sind. Also einige sehr interessante Effekte. Nächster Punkt, den ich sehr sympathisch finde, der ist aber noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich umreiße ihn einmal euch. Wenn heute irgendwas exportiert wird aus Österreich, was exportiert Österreich so? Sagt einmal ein paar Produkte oder... Eisenstahl. Ja, super. Also zwischen Schokolade und Maschinen darf ich mich jetzt entscheiden. Ich nehme mal die Maschinen, weil sie arbeitsintensiver sind. Das dient meinem Argument ein bisschen mehr. Wenn du jetzt eine Maschine, zum Beispiel von Andritz, irgendeine Kraftwerksturbine hernimmst, dann sind da ja eine ganze Menge Arbeitsstunden von Schweißern, Planern und so weiter drinnen. Das wird der Nettopreis und zum Nettopreis kauft es zum Beispiel jetzt eine türkische Wasserkraftsfirma. Ja? Das heißt, die zahlen die Steuern in Österreich für die Löhne von den ganzen beteiligten Menschen mit. Das ist an sich nicht, was gedacht ist. Es sollte jedes Land die Steuern für seine eigene Gesellschaft erheben. Wenn jetzt diese Reform von der menschlichen Steuer, also von der Steuer auf menschliche Erwerbsarbeit hin zu Steuer auf Konsum stattfände, Konjunktiv um diese Uhrzeit, dann würde das Produkt aus Österreich für den türkischen Käufer deutlich günstiger werden. Was natürlich bedeutet, das können wir offen aussprechen, das ist eine gigantische Exportförderung. Ja, also Österreich würde Exportweltmeister werden. Und damit, den Gedanken finde ich sympathisch, andere Länder unter Zugzwang setzen. Das würden sich die, was weiß ich, Deutschen oder Schweizer Firmen, die hier im Konkurrenzkampf stehen, nicht allzu lange anschauen und dann schon heftig bei ihrer Regierung anklopfen und sagen, das, was die Österreicher machen, da müssen wir was unternehmen. Die defensive Taktik wäre irgendwelche Strafzölle und die offensive Taktik ist, die führen auch sowas ein. So, und jetzt um den Kreis rund zu machen, dass wir nicht nur über Steuern reden, sondern auch über das Grundeinkommen. Wenn alle Steuern dort lasten, wo heute die Umsatzsteuer ist, kommt normalerweise reflexartig das Argument, das ist eine Massensteuer, das ist sozial ungerecht. Weil da zahlt ja der kleine Mann von der Straße für seinen Glühwein oder seinen Schnitzel prozentuell viel mehr Steuer von seinem Einkommen wie der Generaldirektor. Und da sage ich, sachlich richtig, stimmt, kann ich nichts dagegen sagen. Lösungsvorschlag. Dann bekommt jede und jeder für seine Grundbedürfnisse die Mehrwertsteuer rückvergütet. Und et voilà, das wäre dann das Grundeinkommen. Man könnte das Grundeinkommen also auch so denken wie einen Freibetrag auf bezahlte Umsatzsteuer. Und den kann ich natürlich so gestalten, dass das dann passt, dass es also eine soziale Komponente gibt. Weil dieses Grundeinkommen wäre ja für den Generaldirektor genauso, sagen wir mal eine Hausnummer, 1000 Euro, wie für den, der sonst überhaupt kein Einkommen hat. Große Stille im Saal. Also der eine lebt von 1000 Euro, der andere von 31.000. Genau, der eine lebt von 1000 Euro, die er als Grundeinkommen ausgezahlt bekommt. Ja? Wenn der die ganzen 1000 Euro verkonsumiert, dann hat er, obwohl er keine Arbeit hat, zum Gelingen der Gemeinschaft mit 50% Steuer beigetragen. Weil er hat ja praktisch auf allen Preisen 50% Konsumsteuer. Das stört ihn aber nicht, weil er hat immer noch mehr empfangen als Grundeinkommen, als er zahlt. Also das ist sozusagen eine soziale Komponente. Und jetzt machen wir den Generaldirektor noch. Der hat heute zum Beispiel 10.000 Euro und der kriegt auch nur 1.000 Euro Grundeinkommen. Wenn der aber diese ganze Latte verkonsumiert, weil er einen festeren Lebensstil hat, kauft er sich, was weiß ich, das größere Haus, das größere Auto, den teureren Anzug, dann zahlt der auch, also nehmen wir mal an, der würde das alles verkonsumieren, 11.000 Euro, dann hätte der 5.500 Euro Steuern gezahlt. Also 50%. Aber der gibt es ja nicht mehr aus. Da haben Sie schon recht, jetzt haben Sie mich sozusagen beim nächsten Argument, die Leute, die das nicht mehr ausgeben, die muss ich mir auf einer anderen Seite schnappen, nämlich mit so etwas wie einer Vermögenssteuer. Also das Grundeinkommen ist nicht direkt umverteilend,
könnte es zwar sein, halte ich aber für etwas kompliziert in der Darstellung. Das Grundeinkommen hilft, dass wir sozusagen aus der Armut rauskommen, aus der Existenzangst rauskommen, in unser Potenzial kommen. Und die Vermögensteuer hilft uns beim Finanzieren, beim Umverteilen oder zumindest beim Reduzieren der heute übertriebenen Ungleichheiten. Aber es wäre eine deutliche Vereinfachung möglich, gegenüber heute 300 Steuern mit 500 Ausnahmen zu 1, 2, 3 Steuern, die ich auch noch, jetzt ist das schon fast eine Übertreibung, die Steuern, die ich steuern kann. Also ich gebe euch mal kurz einen Gedanken, was die Einkommensteuer heute für ein Problem hat. Die Einkommensteuer kannst du nicht beliebig stark anheben. Ich habe heute gehört von der Astrid Lindgren, die haben sie einmal die Steuer, glaube ich, auf 102% draufgesetzt und da hat es dann angefangen, die Regierung zu kritisieren und eine gigantische Bewegung gegründet. Aber im Prinzip stellt euch einmal vor, Einkommensteuer kannst du schon schwer über 50% heben. Da fangen die Leute an, die Sinnfrage zu stellen, wieso geht dann überhaupt noch hacken. Bei einer Konsumsteuer verhält sich das ganz anders. 100% Konsumsteuer, das haben wir heute schon, zum Beispiel an der Tankstelle. Da zahlen wir ungefähr den doppelten Preis von dem, was das Gut selbst kostet. Wenn ich jetzt der Meinung wäre, da gibt es etwas, was besonders verurteilenswert ist, sagen wir mal Autos über 1000 PS, ja, dann könnte ich sagen, für die zahlst du aber auch 1000% Steuer. Gibt es kein Limit nach oben. Also ich kann mit diesen Steuersätzen wunderbar das Verhalten oder ein Anreizsystem in der Gesellschaft umsetzen. Also mit Steuern steuern, so wie es eigentlich gedacht war. Gut, ich würde sagen, für das Auslegen der These war es das. Jetzt würde ich die Diskussion dann nach der Pause gerne beginnen lassen, wenn dir das recht ist. Gut, danke schon einmal für diesen ersten Input. Vor der Zeit. Vor der Zeit. Ich glaube, es gibt sicher einige Fragen, also allein mir sind schon einmal einige Fragen da und sicher, man spürt, dass auch da in der Publikum viele Fragen sind. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt einmal Pause machen, dass wir jetzt einmal die Köpfe ein bisschen aushauchen können. Bitte geht zum Buffet. Schaut dort, dass euch mit Getränken und Broten versorgt. An Buffet liegen auch Informationen über die Friedensakademie. Bevor die Mehrwertsteuer erhöht wird. Wir haben jetzt überall Doppelpreis. Super. An Buffet liegen auch Informationen über die Friedensakademie. Da draußen ist ein Tisch von Attac mit Informationen über Attac. Und du schlägst dann den Gong. Am Tisch ist auch eine Box für Spenden für die Friedensakademie. Und in dem Fall geht nicht an die Friedensakademie, sondern direkt an den Referenten, der hat wieso kein Honorar verlangt, sondern wird dann aus dieser Box sozusagen honoriert. Ja, jetzt lass die Leute also, mal was trinken gehen. Dann lade ich euch eines dabei, für etwas zu konsumieren, zu trinken. Und in 20 Minuten, also ich werde einmal um 25 werde ich einmal klopfen und dann bitte ich euch in den nächsten 3 Minuten von euch zu setzen. Und dann machen wir gerne mit der Diskussion. Dankeschön. Betreust du eigentlich in vielen Bereichen Sachen gesagt hat oder getan hat, die heute total aktuell sind. Anfangen von dieser Achtung des Fremden, die heute, also gerade in den letzten 2 Jahren so was zum Thema geworden ist, bis hin zum Lernen, bis hin zur Haltung gegenüber dem Staat. Ich meine, da gibt es auch bei den Bewegungen, diese Freeman-Bewegungen, die zwar ein bisschen, glaube ich, aus dem Ruder gelaufen sind, aber von der Idee her, die ungefähr aufsetzen, was für eine Idee aufsetzen, ich lasse mich nicht vom Staat sozusagen komplett vereinnahmen. Das ist die Idee von Tolstoi. Oder eben auch diese Sachen des neuen Lernens, da möchte ich gleich einmal Werbung machen. Wir haben in der Friedensakademie nächste Woche einen Infoabend über dieses Leis. Natürlich lernen und werden wahrscheinlich im Herbst auch einen Modullehrgang machen zu diesem Thema. Das ist auch ein Thema, das wirklich gerade in den letzten 2 Jahren sowas von aufkommt. Das war bei
vom Friedensfest voriges Jahr in Vortrag auch erwähnt. Und es entstehen jetzt immer neue Lerngruppen in Zahlensbach, in Mühlviertel, in Sierning, bei Steyr, in Linz, in Städterne und so weiter. Also das ist wirklich ein Thema, das ungeheuer auch aktuell ist. Wirklich spannend, wie Preußer da vor 120 Jahren eigentlich diese Ideen schon gehabt hat. Das ist faszinierend. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, Marx und Engels sind aber nicht die Begründer eigentlich, das geht ja weiter zurück bis zum Meister Eckhart, oder? Schüler vom Meister Eckhart. Laufen da nicht die Wurzeln dort zurück in das Gedankengut? Es gibt schon im 13. Jahrhundert, gibt es, genau, oder? Gibt es einzelne Denker, die in dieser... Die Vordenker vom Marxismus eigentlich. Ja, ja. Von dort kommt es her, oder? Das sind Schüler gewesen vom Meister Eckhart. Das weiß ich leider nicht, aber ich weiß, dass es einzelne Denker gab, die Schritte in diese Richtung schon sehr früh gesetzt haben. Marx hat eine hervorragende Analyse geschrieben, oder eine Beschreibung geliefert, muss man besser sagen, von dem, was der Übergang von der ständischen Gesellschaft zur kapitalistischen Organisation der Gesellschaft in England im 16. Jahrhundert bedeutet hat, in welchem Ausmaß die Menschen buchstäblich gebrochen werden müssen, damit sie irgendwie sich diesem neuen kapitalistischen System einfügen und unterordnen können. Das ist das 24. Kapitel in dem Buch Kapital. Das lohnt sich zu lesen. Er war nicht unsensibel gegenüber der Gewalt, aber er hat eben leider sonst weiter darüber nicht nachgedacht. Ja? Und da war auf Tolstoi ein Riesenschritt voraus. Ich finde, es hat ihm irgendwie der Spruch von Opium, also Religion, Opium ist. Das kommt von ihm, oder? Religion ist Opium für das Volk. Und im Prinzip hat er den Aspekt eigentlich komplett beiseite lassen. Der Tolstoi ja in seinen Aussagen verinnerlicht hat. Ja, für Tolstoi war Religion das Zentrum seines Denkens und Lebens, aber eben eine Religion, die befreit ist von dogmatischem Denken oder so. Ja. Und von dem Kompromiss mit dem Staat, den das Christentum eingegangen ist. Ja, inwieweit ist das jetzt noch relevant, weil das ist ja erst im Anfang des 4. Jahrhunderts eigentlich.